Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, ich starte meine Dreier-Kombo. Dreier-Kombo in diesem Fall geht um ein neues Designpapier Plus Paket, das ich euch jetzt im August anbiete. Das ist eins von zweien. Diese Woche kommt die Dreier-Kombo mit dem DSP Plus Paket jede Menge Muster. So sieht das aus. Das besteht aus 1, 2, 3, 4, 5 unterschiedlichen Farben im Farbkarton. Das sind die Farben, die hier im Designpapier drin sind, plus, also da ist jeweils 5 Blatt, das ist bei meinen DSP Plus Paketen immer so, je Farbe sind immer 5 Blatt des Farbkartons enthalten, plus 5 Blatt der Basisfarbe, in diesem Fall ist das Flüsterweiß. Das Designpapier, ich habe am Anfang gedacht, so, das ist ja irgendwie nicht so doll. Dann habe ich mir das etwas besser angeguckt und habe festgestellt, das ist großartig. Ich erzähle euch auch gleich, warum das großartig ist. Das ist die Hälfte. Das sind 6 Designs. Die eine Seite. Die Rückseite sieht dann so aus. Und das andere Sechserpack sieht auf der einen Seite so aus und auf der Rückseite so. Und ihr werdet feststellen, es sind fast, ich habe jetzt nicht nachgezählt, muss ich gestehen, aber es ist fast, also zumindest gefühlt die Hälfte gestrichelt oder irgendwas mit Strichen und die andere Hälfte mit Punkten. Und das ist mir dann wiederum aufgefallen. Dann habe ich mir Gedanken über die Projekte gemacht, die ich damit gestalten könnte. Es ist ja eine Dreier-Kombo, also 3 Projekte. Und bin tatsächlich auf diese Muster wieder eingegangen mit Punkten und Strichen. Ich möchte heute anfangen mit einem Projekt, da bin ich inspiriert worden von einer Demonstratorin von mir. Das packe ich mal eben weg. Die Informationen zu diesem DSP Plus Paket findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Hier oben findet ihr die Infokarte dazu. Wenn ihr dort draufklickt, kommt ihr direkt zu den DSP Plus Paketen. Oder aber ihr gebt einfach meine Homepage in euren Browser ein, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Das Projekt, was ich euch heute vorstellen möchte, ist etwas umfangreicher. Deswegen habe ich sehr, sehr viel vorbereitet. Man braucht einen Moment dazu, aber es lohnt sich. Inspiriert bin ich von meiner Downline Ulrike Nilgen. Das hat sie mir bei unserer letzten Tepa-Werkstatt mitgeschickt. Ich habe das ein kleines bisschen verändert, aber das war meine Inspiration. Das ist eine sogenannte Roll-Up-Box. Die habe ich schon öfter gesehen in den unterschiedlichsten Formen. Sie hat eine Banderole zusätzlich gemacht. Das habe ich sehr häufig gesehen. Macht auch absolut Sinn. Ich finde aber, das muss gar nicht sein. Das hier ist die Roll-Up-Box. Das ist so ein Würfel. Hier oben ist es mit Magneten verbunden. Und wenn man, jetzt muss ich mal eben gucken, andersrum. Wenn man die dann aufmacht, dann rollt die so nach unten. Und dann sind das in diesem Fall 4 Boxen. Hier kann man sie öffnen. Ulrike hat das hier mit so kleinen Eingriffen gemacht. Ich mache das ein bisschen anders. Aber das hier war meine Inspiration. Wie ihr seht, ist das einiges an Schneidearbeit. Einerseits, das sind 4, schon mal vorweg, 4 einzelne Boxen, die aneinander geklebt werden und dann, damit man die Kleberänder nicht sieht, mit Designpapier verziert werden. Ich habe meine Box in einem anderen Format gemacht. Da seid ihr natürlich völlig frei. Geht gleich los, ich zeige euch, wie es funktioniert. Hier ist meine vorbereitete Box. Ich habe mich auf die auf das Designpapier mit den Motiven in Strichform gestürzt. 3 habe ich schon fertig gemacht. Ich habe ein völlig anderes Format genommen. Das ist nämlich deutlich größer, wie ihr seht.
Einen Moment, ich halte die mal nebeneinander. Hier fehlt jetzt noch ein Quadrat. Das mache ich mit euch zusammen und zeige euch dann, wie es weitergeht. So sieht es eigentlich aus. Das sieht nachher dann halt so aus. Ich hatte mir kurzfristig noch überlegt, das hier einzukürzen und habe dann gedacht, nee, das mache ich mal nicht. So ist der Unterschied. Also, was ihr hierfür braucht, ist einiges. Ihr braucht einmal 4 Stückchen an Farbkarton. Ich habe hier jetzt Wüster Weiß genommen, weil das die Basis hierzu ist. In 10,5 x 8. Übrigens, alle Maße hierzu findet ihr natürlich wie immer auf meiner Homepage. Habe ich euch vorhin schon eingeblendet. Und hier ist nochmal eine zweite Infokarte, wo ihr direkt auf dieses Projekt kommt. Haltet dieses Video kurz an, klickt darauf, zieht euch die Maße raus, schneidet alles zu, was ihr braucht. Ich wäre allerdings ein bisschen vorsichtig mit dem Designpapier, weil da sind einige Entscheidungen zu treffen. Und von daher legt euch das Designpapier durchaus schon mal zurecht. Aber die 4 Boxen könnt ihr zusammen schon mal schneiden und vorbereiten. Kommt dann einfach wieder zurück und dann bastelt ihr mit mir weiter. Ihr braucht tatsächlich für so eine große Box, und hier geht richtig was rein, braucht ihr 4 Blatt A4 Farbkarton. Und ihr braucht, so bummelig, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Blatt von dem Designpapier in 6x6. Also das ist ein wirklich großes Projekt, aber es geht auch richtig was rein. Ihr könnt diese Box jederzeit in der Größe verändern. In jedem Maß, was ihr wollt. Ich wollte eine große Box haben. Das war mir einfach wichtig. Deswegen habe ich so viel Papier. So, wie das gleich funktioniert, das zeige ich euch. Aber zuerst einmal, ich habe ein bisschen für die letzte Box, die uns fehlt, etwas vorbereitet. Ihr braucht also ein Blatt DIN A4. Das wird auf der schmalen Seite gekürzt auf 8 Inch, also wirklich nur einen schmalen Streifen abschneiden. So. So einen kleinen Fusselstreifen hier. Und auf der langen Seite wird das gekürzt bei 10,5. Ihr habt also wirklich ganz wenig Verschnitt. Diesen Fusselstreifen habe ich weggeschmissen. Und diesen Streifen, der jetzt noch übrig bleibt, den kann man sich beiseite legen und nochmal Stempelabdrücke drauf machen. So, ich bleibe auf der langen Seite und hier wird gefalzt. Und das ist super easy. Nämlich immer bei 2 Inch. Also, bei 2, bei 4, bei 6, bei 8 und bei 10. Ich habe mir halt das Maß so ausgerechnet, damit ich auch diese super, super einfachen Falzungen habe. Auf der kurzen Seite, also auf der 8-Inch-Seite, wird einmal gefalzt bei 2. Dann könnt ihr das Blatt entweder... Ups, das ist schief. Dann könnt ihr das Blatt entweder umdrehen und nochmal bei 2 falzen. Oder ihr schiebt es einfach weiter und falzt bei 6. Dann habt ihr hier auf der Seite auch 2 übrig. Das bleibt jetzt völlig euch überlassen. So, das war's. Hoppla. Randale hier. So, das falze ich jetzt alles einmal nach. Einmal nachgefalzt. Jetzt muss ein bisschen geschnibbelt werden. Und zwar, so sieht das gute Stück jetzt aus. Ich halte euch das mal eben so hin. Ihr habt 5 gleich große Rechtecke. Und hier hinten ist eine Lasche. Und das ist die Lasche zum Einstecken nachher in die Box, wo man das wieder aufmacht. Ich fange mal damit an. Ich lege mir das in meine Richtung und gehe jetzt quasi einmal komplett rum. Hier fange ich an und schneide die Klebelasche komplett weg. Und da ich sowieso gerade am Schneiden bin, ecke ich das hier, das lange Stück, eben ein. Jetzt schneide ich alle Falzen ein. Hier muss noch einiges weggeschnitten werden, aber das machen wir erst gleich. Und alles, was ich hier jetzt euch zeige, das müsst ihr 4-mal machen, insgesamt, um so eine große Box daraus zu bekommen. So,
alle vier eingeschnitten. Auf der anderen Seite mache ich exakt das Gleiche. Ich schneide erstmal alle Falzen ein. So. Und die Klebelasche, die schneide ich wieder ab. Und weil ich gerade hier die Schere in der Hand habe, schneide ich hier gleich eine Ecke raus. So dass ich das hier gleich eingeeckt habe. So, jetzt sieht das gute Stück so aus. Alles eingeschnitten. Jetzt gehe ich bei dieses Stückchen hier. Das erste hier unten. Als Orientierung nehmt euch immer die Klebelasche in eure Richtung. Das hier wird jetzt erstmal ungefähr halbiert. Das könnt ihr tatsächlich nach Augenmaß machen. Ist total okay. Einmal halbieren, dann ecke ich das hier aus, das heißt, ich schneide so einen kleinen Keil hier raus, oh, das sieht man nicht, so, und drehe mir das und nehme jetzt von der Ecke hier unten, schneide hier hoch und lasse hier oben ungefähr einen Zentimeter stehen. Da kommt es auch da, kommt es nicht auf einen Millimeter drauf an. Das heißt, ich schneide hier rüber und lass hier ungefähr einen Zentimeter stehen. So, diese beiden, die nächsten beiden, ich knicke die mal eben weg hier. So, die nächsten beiden halbiere ich, genau wie den hier unten auch. Und da kann ich einfach einmal rüber schneiden. Kommt nicht auf einen Millimeter drauf an, ungefähr halbieren. Und jetzt drehe ich mir das. Und die linke Ecke, da schneide ich einen Keil raus, sowohl bei dem als auch bei dem zweiten. So, die rechte Seite bleibt glatt, da mache ich nichts mit. Okay, der nächste, da mache ich gar nichts mit. Und den letzten, gesehen von hier mit der Klebelasche, den letzten, den schneide ich komplett weg. So. So sieht dann eine Seite aus. Ich klappe das nochmal hoch. Hier ist die, nicht Klebelasche, die Einstecklasche. Und genau das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Nur, dass ich jetzt einfach unten anfange. Also, der letzte kommt weg. Der vorletzte bleibt komplett stehen. Die beiden halbiere ich ungefähr. So, und jetzt schneide ich, genau wie auf der Seite, orientiert euch da dran, jetzt schneide ich nicht die linke Ecke ein, sondern die rechte Ecke. Also die Ecken, die nach oben zeigen quasi. Nach oben in dem Fall ist dann da, wo der, die Einstecklasche ist. So, da werden zwei Ecken rausgeschnitten. Letztes Stück auch ungefähr halbieren. Hier eine Ecke rausschneiden. Und weil es vom Schneiden her einfacher ist, gehe ich jetzt einfach von hier ungefähr einen Zentimeter, so bummelig, das kommt echt nicht drauf an, oben in diese Ecke schneiden. So. Und das war's. So sieht jetzt unser gutes Stück aus. Und davon braucht ihr vier Stück. Ich habe drei, wie gesagt, schon vorbereitet, weil das dauert einfach einen kleinen Moment. Das zu schneiden, das zu falzen, das alles einzuschneiden, ne, das nimmt einfach einen Moment Zeit in Anspruch. Jetzt kleben wir das. Und zwar, ich klebe, also ich habe mir zwei Videos habe ich mir angeschaut. Da wurde das sehr ähnlich gemacht, aber beispielsweise das hier wurde nicht gemacht. Ich habe ein erstes Muster gemacht und habe dann festgestellt, das gefällt mir nicht, ich muss das hier noch einecken. Dann habe ich gesehen, das gefällt mir nicht, dass das so lang ist, ich muss das kürzen. Also ich habe ein bisschen dran rumgetüftelt und das ist dann dabei rausgekommen. Ich nehme mir jetzt meinen Flüssigkleber. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das Ganze jetzt umdrehen und schon mit DSP versehen. Allerdings, Achtung!
Ihr müsst auf, wenn ihr ein Musterpapier nehmt, wie ich das genommen habe, müsst ihr ein bisschen auf die Richtungen achten. Ihr müsst darauf achten, wo klebe ich was hin. Ich möchte euch empfehlen, gerade bei so einem Ding, was echt ein bisschen tricky ist, klebt das DSP später auf. Natürlich ist es deutlich einfacher, das jetzt im flachen Zustand aufzukleben, aber da das relativ große Kisten nachher sind, kann man das wunderbar nachträglich aufkleben. Und es ist einfacher, weil dann kommt man nicht durcheinander. So, ich fange jetzt an. Also ich klebe das DSP später auf. Ich fange jetzt an. Hier ist meine äußere Lasche. Das ist das, was man nachher außen sieht. Ich fange mit dem an. Hier kommt jetzt Tombow drauf. Das war zu viel. Na, der ist noch frisch. Ein bisschen Rutschkleben. Das heißt, ich rutsche da so ein bisschen rüber und gehe schön dicht an den Rand ran, sodass es hier bündig abschließt. Kleinen Moment andrücken, damit das Chance hat anzuziehen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Diesmal achte ich drauf, neuer Tombow nicht so doll drücken. So, ein bisschen Rutschkleben. Das heißt, ich ziehe das hier so klein. Das wird zu lange festgehalten. Das muss ich nochmal machen. Das ist das Problem beim Rutschkleben, wenn man dann zu wenig Tombow nimmt. Dann ist es auch nicht gut. Zu viel quetscht raus, zu wenig klebt sofort. Ein gutes Maß muss man finden. So, also einmal rüberkleben, hier schön bündig legen. Ein bisschen andrücken. Erstes fertig. So, jetzt kommt der zweite. Im Prinzip exakt das gleiche. Und einmal einklappen. Ein bisschen rutschen. Hier schön bündig legen. Ein bisschen andrücken. Fertig. Und da ich jetzt hier ja schon die Box fertig habe, ist das hier so ein bisschen... So schlimm ist jetzt nicht, aber ein kleines bisschen fummelig, das da reinzudrehen. Seid ein bisschen vorsichtig, sonst reißt euch das Papier. Schön vorsichtig dahinter klemmen, einmal rüber rutschen, hier schön bündig hinlegen und fertig. So, und jetzt könnt ihr auch sehen, warum das hier so zusammengeschnitten werden muss. Ich klappe das mal eben weg. Jetzt kann ich das hier nämlich problemlos reinstecken und meine Box ist fertig. Hier wird gleich noch ein bisschen was nachgearbeitet, damit ich das öffnen kann. Das zeige ich euch aber. So, dieses Überstehende hier, das ist die Lasche, die hier jetzt wieder rankommt. Und das zeige ich euch jetzt erstmal. Ich glaube, das ist einfach. Also, alle Boxen werden exakt auf die gleiche Art und Weise zusammengeklebt. Das heißt, ich nehme mir meine erste Box oder meine ersten beiden. Hier ist jetzt, genau wie hier, so ein Schnuddel dran. Den klebe ich unter die erste Box. Unten drunter heißt die gegenüberliegende Seite zu dem, wo man es öffnet. Also hier unten drunter klebe ich das. Die zweite an die erste Box. Die dritte an die zweite Box, das heißt hier an dieser Box ist hier jetzt eigentlich so ein Schnuddel dran, genau wie hier. Den klebe ich unten drunter, also gegenüber von dem Eingriff, da wo ich es öffne. Und die vierte klebe ich an die dritte Box, nämlich genau so. Und genau so werden alle geklebt. Das heißt, diese Schnuddel, die immer überstehen, hier oben ist jetzt noch einer übrig, aber die werden immer unten drunter geklebt. Das heißt, unten drunter, da ist oben, hier ist unten. Und das mache ich jetzt mal. Hier unten klebt das schon, weil ich habe natürlich stumpf überall schon DSP aufgeklebt, habe aber vergessen, dass da ja noch eine vierte Box rankommt. Also, hier kommt Tombow drauf. Und ich mache den da eben zu, denn ist das etwas einfacher. Ich darf nur nicht daran schnappen. So. Und ich lege mir das jetzt hier rauf.
So, schön bündig. Und dann klappe ich, upsa, das war zu früh, ist nicht schlimm. Dann klappe ich das hoch, weil so sollen die ja sein. So. Und dann kann ich das hier andrücken und weiß, das liegt garantiert richtig. Ein bisschen schieben und drücken. Ein bisschen Kleber beiseite. So. So. Und jetzt kann ich nämlich problemlos sehen, wo denn noch überall DSP hin muss. Also, von der Box gehört hier noch DSP drauf. Ich mache die mal zu. Und das ist das, was ich vorhin abgerissen habe. Hier sieht man das noch. Aber das DSP ist heile geblieben, sonst hätte ich es auch neu geschnitten. Weil ich halt zu früh war. Ich hätte jetzt mein Verbindungsstück über das DSP geklebt. Und das wäre jetzt natürlich doof gewesen. Also, mache ich mal ein bisschen mehr drauf, weil das ein bisschen fusselig geworden ist. Hier ist das Stückchen, wo es hingehört. Und das klebe ich hier jetzt einfach drauf. Ich habe überall einen ganz kleinen Rand gelassen. Ich habe die 1/8 kleiner gemacht. So. Und bei der Box brauche ich jetzt 1, 2, 3, 4 Stückchen langes DSP und 2 für die Seiten. Bei dieser Box brauchte ich 1, 2, 3, 4 Stückchen. 1, 2, 3, 4 Stückchen. Und bei der hier brauche ich nur 1, 2, 3 Stückchen, denn die Rückseite ist ein anderes Papier. Das hat was damit zu tun, dass das hier nachher oben ist. Und da habe ich dann nochmal ein anderes Papier genommen. Also habe ich... Moment. Jetzt komme ich auch durcheinander. Oh Mann. Ich habe 2x4 Stückchen DSP. Jetzt habe ich es. Die beiden bekommen 4 Stückchen langes DSP und die beiden bekommen nur 3 Stückchen gleiches langes DSP, weil da, hier kommt jetzt gleich noch was dran, damit ich diese Lasche wieder habe und hier brauche ich dann auch nochmal 4 Stückchen. Ich zeige es euch gleich nochmal, wenn es fertig ist. So, Box ist fertig. Das heißt, bei der letzten Box habe ich hier den Deckel, da kommt ein Stück DSP drauf, vorne die Front, unten bleibt erst nochmal frei, das wird gleich erst gemacht. Und hinten kommt noch eins. So, wenn ich das jetzt zusammenbringe, dann sieht man, warum ich das hier freilasse. Denn hier kommt jetzt eine zusätzliche Klappe drauf. Diese zusätzliche Klappe habe ich hier. Da braucht ihr 2 Stück von. Das seht ihr in den Materialien. Eins für diese Seite, eins für diese Seite. Und die bringe ich jetzt gleich zusammen. Was ich hier leider vergessen habe, hier kommt der Magnetverschluss ran. Da hätte ich jetzt eigentlich noch Magneten zwischenklemmen müssen. Ich mache das jetzt einfach innen, ist nicht schlimm, kann man auch machen, dann sieht man die Magnete. Ich habe mir noch 2 Blatt DSP zurechtgeschnitten und decke das damit ab, weil ich mir gedacht habe, eigentlich auch gar nicht schlecht, dass ich es vergessen habe, denn so wird das hier natürlich deutlich stabiler. Und gerade dieser Anfassmechanismus hier oben kann durchaus ein bisschen stabil werden. So, was ich jetzt mache ist, ich klebe das hier auf. Also, damit ich eine zusätzliche Lasche habe, wo ich das Ganze mit verschließen kann. Wie gesagt, diese ganzen Materialien, was ihr alles braucht, und das ist tatsächlich ein bisschen umfangreich. Das findet ihr alles auf meiner Homepage, gar kein Problem. Ich schreibe dann auch immer mit dabei, wofür das ist, damit ihr mit den Sachen nicht durcheinander kommt. So. Okay, so. Und jetzt erst verziere ich die letzten beiden Stückchen. Und zwar mit dem gleichen Designpapier wie auf dieser Seite. Wie gesagt, ich habe mich hier an Streifen orientiert. Ich will jetzt mal eben gucken. So, genau. Das ist halt viel, viel Schneiden und Kleben. Aber ich finde das Ergebnis nachher, ich finde diese Boxen sensationell. Und man kriegt da so viel schöne kleine Sachen unter. Sei es Süßigkeiten, sei es auch kleine Geschenke. In meiner Dreier-Kombo hier möchte ich so ein bisschen auf Geburtstag eingehen. Wobei ich das hier jetzt nicht weiter ausdekoriere.
Denn, und das zeige ich euch gleich, einen Moment, kurz Moment, Konzentration, damit ich hier nicht schief komme. So, ihr habt hier unfassbar viele Möglichkeiten, wie ihr dieses Stückchen jetzt dekorieren könnt, ausdekorieren könnt. Also als erstes mal, ich persönlich finde es witzig, dass hier überall Streifen sind, unterschiedliche Streifen. Für mich impliziert das, da sind überall unterschiedliche Dinge drin. Das ist aber Geschmackssache. Ihr könnt natürlich auch noch eine Banderole hier rumsetzen. Völlig eure Entscheidung. Hier ist eine Banderole drumherum. Na, das habe ich euch gezeigt. Eine Banderole zu setzen ist auch super einfach. Ihr müsst einmal rundherum messen. Das wird wahrscheinlich nicht mit einem DIN A4 Blatt hinkommen. Einen Moment, ich guck mal. Das sind 10, also 40, mindestens 42 cm. Da kommt ihr sogar mit einem 12x12 Blatt nicht hin. Ihr müsst also zwischendrin eine Klebeleiste haben. Ihr müsst zwei Stück Blatt Papier aneinander setzen. Ist aber ja nicht schlimm. Das Ganze wird ja dann nochmal dekoriert mit Designpapier und von daher keine Dramatik drin. So, was ich jetzt mache, dadurch, dass das so groß ist, ich glaube, ich setze hier, mache ich nur einen Magneten. Könnte ein bisschen wenig sein, vielleicht sind zwei Magnete besser, ne? Ja, ich mache zwei Magnete. Also, ich bin aber abgelenkt, beziehungsweise abgeschweift. Ich werde keine Banderole darum setzen. Ich finde das so total klasse. Wenn ich das aufmache, dann stelle ich fest, dass mir hier noch eine Sache fehlt. Die zeige ich euch gleich. Hier sind immer so kleine Schnuddelchen dran, damit ich die einzelnen Boxen gut aufbekomme. Auch die findet ihr in der Materialliste. Die sehen so, hoppla, die sehen so aus. Also wirst du hier bleiben. Und zwar habe ich das extra so gemacht, dass die eine Seite etwas breiter ist als die andere Seite. Die breite Seite kommt, einen Moment, jetzt komme ich da nämlich noch gar nicht gut ran. Die breite Seite kommt hier oben rauf, und zwar wird das so hier rauf geklebt, so dass die schmale Seite nach unten guckt und ich das so anheben kann und dann sind die alle gleich. Und da nehme ich tatsächlich auch nur ein kleines bisschen Tombow und das war es auch schon. Ein bisschen verstreichen hier, so. Und da orientiere ich mich jetzt da oben dran, aber eigentlich habe ich das immer mittig gesetzt. Knicke das um, damit ich auch diesen Knick hier gut hinkriege und halte es einen ganz kleinen Moment fest. Das war's schon. Und jetzt kann ich das... Einen Moment... So, jetzt kann ich das hier einfahren und hier kann ich jetzt anfassen und das immer wieder aufmachen. Das ist etwas einfacher. So, das heißt, die Boxen innen drin sind alle fertig. Ich setze jetzt hier zwei Magnete. Das heißt, ich brauche zwei Paar. Einmal, zweimal. Oh, ich muss meine Magnete hier mal wieder auffüllen. Ich habe nicht mehr so viele. So, jetzt gucke ich, ups, jetzt gucke ich einfach mal, wo ich die hinsetze, ein bisschen nach außen, einen hier und einen, also ungefähr im gleichen Abstand sollen die schon sein. Nicht zu weit an den Rand, weil hier muss ja gleich noch das DSP kleben. So, ein bisschen andrücken. Papier ab. Na, komm her, du. Und jetzt lege ich das schön übereinander, damit das schön bündig ist. Drück einmal und schon habe ich meine Magnete da dran. So ist das tatsächlich auch ein bisschen heftig. Ich deckel das jetzt ab, indem ich einfach das mit Designpapier noch überklebe und kann die Box jetzt hier zuschnappen lassen. So, nochmal darauf eingegangen, warum dekoriere ich das jetzt nicht weiter?
Jeder von euch, ich bin mir sehr, sehr sicher, oder zumindest fast jeder von euch, hat Stempelsets oder auch Stanzformen zum Geburtstag. Da könnt ihr jetzt dekorieren, was das Zeug hält. Ihr könnt hier oben was drauf machen. Wenn ihr eine Banderole rummacht, die ihr etwas neutraler beispielsweise haltet, könnt ihr auf jeder Seite noch dekorieren. Ihr könnt nur vorne dekorieren. Ihr könnt nur an den Seiten dekorieren. Ihr könnt Sprüche nehmen. Ihr könnt nur Papier nehmen. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie ihr dieses Ding jetzt dekorieren könnt. Und damit das nicht noch mehr und noch viel mehr Arbeit wird, verzichte ich jetzt einfach mal auf die Dekoration bzw. auf die Sprüche. Ich persönlich werde hier einen Spruch draufsetzen oder ich weiß noch nicht ganz genau. Entweder mache ich hier einen Spruch drauf oder ich mache hier einen Spruch drauf und lasse hier noch was runterhängen. Ich muss noch mal gucken. Es kommt ein bisschen darauf an, wem ich das schenke. Wenn ich das, und auch da bin ich wieder, das kann ich fast jedem schenken. Ich glaube, für einen Mann würde ich das nicht verschenken. Eher entweder für eine Frau oder auch Teenager und Kind, gar kein Problem. Für einen Mann würde ich eher die Punkte wählen, weil ich es einfach schöner finde. Rein nach meinem Gusto. Aber auch da kann man natürlich ein komplett anderes Designpapier nehmen. Das dunkler machen, in Blautönen, in Brauntönen, wie man möchte. Ich werde das noch ausdekorieren. Aber tatsächlich erst in dem Moment, wenn ich es verschenke. Ich finde diese Boxen großartig. Wenn ich das jetzt aufmache, also der Beschenkte öffnet das hier und dann rollt so eine Box runter und deswegen auch Roll Up, weil es geht nach unten, Box. Und in jede Box kann ich jetzt wirklich richtig was reinfüllen. Und damit ihr eine Idee bekommt, hier passt von der Länge her ein Tombow rein. Nur damit ihr ungefähr eine Idee habt, wie groß ist das. Ich kann euch auch nochmal das Maß sagen. Das hat jede Box in dieser Größe zumindest hat eine Länge von bummelig 10 cm und eine Breite und auch die Tiefe ist gleich von 5. Also ist so ein Karton 10 x 5 x 5 groß. Und da kriegt man echt schon was unter. Aber wie gesagt, ihr könnt das die Maße genauso anpassen, wie ihr das wollt. Ich habe noch eine zweite Variante gemacht. Das war quasi mein Muster am Anfang. Da musste ich feststellen, das ist ein bisschen schlackerig. Ich habe das noch in Mini gemacht. Und hier habe ich dann auch nur DSP genommen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen wackelig. Man braucht, glaube ich, tatsächlich Farbkarton und verziert das dann mit Designpapier. Aber theoretisch kann man es auch nur mit Designpapier machen. Und das wäre dann hier eine kleine Variante. Geht also alles, je nachdem, wie groß ihr das macht. Okay, meine Lieben, ich hoffe sehr, ihr habt verstanden, wie das Zusammenkleben funktioniert. Der Zusammenbau der einzelnen Box ist, glaube ich, nicht schwer. Mit dem DSP seid ein bisschen vorsichtig, dekoriert das lieber erst hinterher, damit ihr nicht zu viel Verschnitt habt, weil ihr euch irgendwo vertan habt oder so. Und ansonsten dekoriert das aus nach Herzenslust. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Morgen werde ich euch eine super, super süße Funfold-Card zeigen. Und eine Karte mache ich noch und da, vielleicht mache ich die auch morgen. Ich weiß noch nicht. Also, ich weiß noch nicht, was ich morgen mache. Es wird noch eine Funfold-Card geben, also eine Karte, mit der man was machen kann, die sich bewegt. Und es wird noch eine normale Karte im Simple Stamping geben, aber immer bezogen auf dieses Designpapier, weil darum geht es ja. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und würde sagen, vielleicht bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.